von der Region für die Region. Hallo und herzlich willkommen aus dem QTV-Studio. Mein Name ist Georg Anker und ich darf euch diesmal durch die Sendung begleiten. Wir kommen auch direkt zu den Themen der Woche. Menschen machen Kultur. Der Verein Wunderlich stellt sein Programm für 2024 vor. Gesten machen Worte. Ein Praxisprojekt der FH Kufstein Tirol widmet sich den Gehörlosen. Schüler machen Schule. Wir begleiten Nadine auf dem Weg zur Lehrerin. Kufsteiner machen Theater. Das Stadttheater eröffnet die neue Bühnensaison. Der Verein Wunderlich hat in der Vergangenheit viel dazu beigetragen, dass die Stadt Kufstein mittlerweile ein Brennpunkt für Kultur ist. Nun starten die Initiatoren in ihr 23. Bestandsjahr und das mit einem gewohnt breit gefächerten Programm. Welche Events uns 2024 erwarten, sehen wir gleich nach der Werbung. Egal, ob Sie Filme streamen, im Internet shoppen oder an Online-Meetings teilnehmen, surfen Sie unbeschwert im Netz mit den unschlagbaren Tarifen von KUFnet. Das ultraschnelle Internet überholt alle und kommt bis zu Ihnen nach Hause. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Geschätzte Zuseherinnen und Zuseher vor den Monitoren, dass wir es können, beweisen wir in den vergangenen Jahren. Es geht weiter. Es geht um Innovation, Digitalisierung, Informationen, Fazit. Es geht um alles. Ganz klar, es muss nach außen hin eine Bewusstseinsveränderung stattfinden. Mein Auftritt hat sich verändert, nicht nur persönlich, sondern auch im Web. Und das geht einfach nur, wenn man die richtigen Kommunikationsrichtungen betreibt. Da brauchen wir Netzwerk, Planungssicherheit. Tatsache ist, 10 Jahre, es ist einiges geschehen. Am Ende geht es um Wirkung. Vielen herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. Und besonderen Dank der ganzen Technik hinten Backstage. Der Kulturverein Wunderlich gab einen Ausblick auf sein heuriges Programm. Der offizielle Auftakt zu den Wunderlichen Kulturtage 2024. Wir haben wieder 9 Veranstaltungen heuer, davon 3 Österreich-Premieren und 3 Tirol-Premieren. Das hängt auch oft damit zusammen, dass ich persönlich mit den Künstlern spreche. Also jetzt zum Beispiel das Free Vivaldi. Hat mir die Managerin versprochen, sie macht die Österreich-Premiere bei uns. Genauso beim Tango-Musical. Und eben auch beim Bruno Jonas. Es gibt natürlich für alle Veranstaltungen noch Karten und am besten kann man sich einen Überblick verschaffen auf unserer Homepage www.waste.com. Da findet man alle Informationen zur Veranstaltung, Ticketreservierungen und so weiter. Kabarett und Comedy ist ein wichtiger Punkt. Dann gibt es natürlich wieder tolle Konzerte, Vorträge, Shows und Performances, also wieder ein sehr ausgewogener Kulturmix. Die Liebe ist das Licht des Lebens, aber die Ehe ist die Stromrechnung, das sage ich da. Eine stete Tradition wird auch 2024 fortgeführt. Jetzt ja haben wir einen Bergsteiger dabei, diesmal haben wir einen Goinger, der ja auch mit den Huberburm viel klettern geht. Gerade vor ein paar Monaten war er mit Huber Alexander unterwegs, also auf dem Niveau tut er klettern.
Und es wundert auch schon fast alle weltberühmten Bergsteiger bei uns nicht. Berge sind mein Leben. Die Berge haben so viel zu bieten für jedermann und deswegen sind die Berge ein Spielplatz für die braven und für die wilden Kinder. Gerade jetzt zu Jahresbeginn ist unsere wunderliche Kulturpunktekarte immer ein sehr beliebtes Gadget. Da gibt es als klassische Punktekarte 5 Veranstaltungen zum ermäßigten Preis, also 5 Veranstaltungen für 120 Euro. Die kann man sich frei wählen, wann man diese Veranstaltungen geht. Und wenn man es 2024 nicht 5-mal schafft, dann verfällt die Punktekarte auch nicht und man kann diese Punktekarte auch in den folgenden Jahren einfach ganz normal weiter nutzen. Auf bestimmte Events freuen sich die Initiatoren ganz besonders. Es sind natürlich immer sehr viele Highlights dabei, aber wenn ich mir eins aussuchen darf, dann freue ich mich schon sehr am 23.03. auf Bruno Jonas. Das ist ein ganz besonderer Abend für uns und da freuen wir uns sehr, dass der gerade mit Österreich-Premiere wieder bei uns zu Gast ist. Sigi Zimmerschied, kann man sagen, ist auch schon ein guter alter Freund von uns, aber auch zum Beispiel der Thomas Stipsitz hat uns nicht vergessen, dass wir schon veranstaltet haben, wo noch keiner kennt hat. Die wunderlichen Kulturtage 2024 bieten wieder etwas für jeden Geschmack. Was de? Nächste Woche auf Kufstein TV. Hildegard Reitberger im Porträt. Stilles Hören hieß ein Kufsteiner Studentenprojekt, bei dem der Gehörlosengemeinschaft eine Stimme verliehen wurde. In unserem Beitrag werfen wir einen genaueren Blick auf diese Veranstaltung und das natürlich mit Untertiteln für unsere gehörlosen Zuseher. Studentinnen der FH Kufstein Tirol widmeten sich mit ihrem Praxisprojekt der gehörlosen Community. In Österreich besteht diese aus rund 10.000 Menschen. Ich möchte heute ein bisschen einen Einblick geben ins Thema Gebärdensprache, Gehörlosigkeit, wie viele Menschen in Tirol leben mit einer Gehörlosigkeit, was sind also die Behinderungsformen, also es gibt ja mittelgradig, schwerhörig bis eben wirklich ganz gehörlos. Wie kann ich mit einem Gehörlosen kommunizieren, dass eben Blickkontakt wichtig ist, wie ist es mit dem Lippenablesen, dass das für Gehörlose eigentlich sehr schwierig ist, wie wichtig werden zum Beispiel auch Dolmetscher, Dolmetscherinnen, oder eben auch die Untertitel im Fernsehen. Also es gibt einfach ganz, ganz viele Barrieren für gehörlose Menschen im Alltag, die mich da ein bisschen aufzeigen. Guten Abend und herzlich willkommen. Es wäre super, wenn Sie auch probieren, mal mitzugebärden. So guten Abend. Also guten Abend. Als ich geboren wurde, hat man 2 Jahre nicht wirklich bemerkt, dass ich gehörlos bin. Mein Onkel ist dann drauf gekommen, dass ich gehörlos bin, weil sie mich immer gerufen haben und ich habe es halt einfach nicht gehört. Und immer wenn sie mich dann sozusagen berührt haben, bin ich erschrocken. Dann sind wir zum Arzt, ich bin untersucht worden und da ist man dann drauf gekommen, dass ich eben gehörlos bin. Aber damals war das eben noch nicht so bekannt, was gehörlos bedeutet. Man hat gewusst, es gibt blinde Personen, es gibt körperbehinderte Personen, die im Rollstuhl sitzen. Aber gehörlos, das Wort, das war einfach nicht so bekannt. Meine Mama ist dann aus dem Arztzimmer raus und ist da in dem vorne heraus gesessen und hat geweint und ich habe das gesehen und habe mir gedacht, wieso weint denn die Mama? Weint sie wegen mir? Und da daneben ist eine Mutter gesessen und die hat das gesehen und meine Mama war immer noch am Weinen und die hat meine Mama beobachtet und hat dann gemeint, ja, wieso weinst denn du? Kann ich irgendwie helfen? Und meine Mama hat gesagt, ja, eben mein Kind, das ist gehörlos, taub. Und die Dame hat dann gesagt, ach so, ja, mein Kind ist auch gehörlos. Mein Mädchen ist auch gehörlos. Und meine Mama war, wirklich? Aber was? Und dann hat sie sich im Anfang in Austausch mit dieser Dame. Und die hat dann gesagt, ja, es gibt Bildungsmöglichkeiten in Mils. Am nächsten Tag ist sie dann sofort nach Mils und hat sich diese Schule angeschaut und auch den Kindergarten angeschaut. Und hat gesagt, wow, das gibt's. Es gibt auch Volksschule für gehörlose Personen und eine Mittelschule für gehörlose Personen und das Bolli. Und meine Mama war wirklich sehr erleichtert.
Bei den Workshops lernt man eben direkt hands-on, sage ich jetzt mal, wie man mit Gehörlosen am besten umgeht, was man vielleicht vermeiden sollte, welche Klischees, sage ich jetzt mal, man umgehen sollte, welche Fehler man nicht begehen sollte. Das Gebärdensprachenalphabet, dass man sich da auch schon ein bisschen in die Kommunikation begeben kann. Ansonsten auch einfach Hintergrundinformationen, was ist wichtig, was ist zu wissen, dass man das in seinem Alltag einfach ein bisschen adaptieren kann und da die Aufmerksamkeit auf die Gehörlosigkeit vergrößert. Im Umgang mit gehörlosen Menschen gilt eine simple, doch nicht immer einfach umzusetzende Devise. Nicht einfach wegschauen und weggehen, sondern einfach offen sein, das Handy zücken, am Handy mitschreiben, probieren, was geht. Weil mit unseren Händen können wir alle irgendwas machen und von dem her einfach offen sein und den Mut haben zu probieren, dann klappt das schon. Die Welt für die Gehörlosen ist mit sehr vielen Barrieren verbunden und da würde ich mir wünschen, dass diese aufgelöst werden, dass mehrere Personen Gebärdensprache lernen, dass auch ein Lehramtsstudium für Gebärdensprache gegründet wird und auch, dass man sich einfach einfacher in Gebärdensprache unterhalten kann. Das wäre eine schöne Vorstellung für mich, das im Alltag zu schaffen. Stilles Hören leistete nicht nur Aufklärungsarbeit, sondern sensibilisierte auch in gekonnter Weise für die Thematik der Gehörlosigkeit. Sandman's Calling steht für die Weiten der Wüste, deren Musik und die Berufung in den Dünen nach Fata Morgana zu suchen. Das 2019 gegründete Klangkollektiv mit Wurzeln in der Schweiz und den USA gastiert am 9. Februar ab 20 Uhr in der Kulturfabrik Kufstein. Tickets bekommst du unter www.kupfticket.com. Der Verein Klangfarben freut sich auf dein Kommen. Fit mit dem Chromebook. In der Mittelschule Langkampfen wird ab dem 28. Februar ein Chromebook-Computerkurs für Senioren angeboten. An drei Terminen lernen Interessierte etwas über den Chrome-Browser, den Umgang mit Passwörtern und Lesezeichen, die Textverarbeitung sowie das Verbinden zwischen Smartphone und Chromebook. Kostenlose Leihgeräte sind natürlich vorhanden. Die Kurskosten belaufen sich auf 80 Euro. Eine Anmeldung ist bis 14. Februar möglich. Mittelschülerin Nadine hat konkrete Pläne für ihre Zukunft. Sie möchte Lehrerin werden. Im Rahmen eines vielversprechenden Projektes bekam sie nun die Möglichkeit, näher in den Beruf hineinzuschnuppern und das in einem bereits vertrauten Umfeld. Nadine von der Mittelschule Langkampfen ist auf dem Weg zur Lehrerin. Seit der Volksschule habe ich immer im Hinterkopf gehabt, dass ich Lehrerin werden will. Und letztes Jahr bin ich an der Sommerschule angetreten, habe ich eben auch Kinderunterricht in der Sommerschule mit einer Studentin zusammen. Und da habe ich dann so richtig gemerkt, dass das eigentlich das ist, was ich in Zukunft machen will. Martin? Ja. The shelves. Right, the shelves. Where can I put my shelves? Next to the door? But Mom, my desk and my cupboard are there already. Why don't you put them on the other side of the door, between the door and your bed? Yes, good idea. Die Idee ist eigentlich aus der Berufsorientierung entsprungen. Das heißt, man hat gesehen, dass die Kinder bei der Berufsorientierung da mit Leib und Seele dabei sind und das sensationell machen teilweise. Und dann hat man sich gedacht, wir machen da ein Projekt draus. Und die Kinder unterrichten bei uns an der Schule, Unterrichtseinheiten. Die Mittelschülerin kehrte an ihre alte Wirkungsstätte zurück. Es ist natürlich etwas Besonderes, dass die Nadine, die ja schon in diese Volksschule ging, wieder jetzt zurückkehrt in ihre Volksschule als angehende Lehrerin. Und die Nadine ist für mich goldeswert, denn sie ist ein richtiges Sprachvorbild für die Kinder mit ihrer Aussprache, mit ihrer Art, mit ihren Ideen. Mir gefällt da besonders gut der Englischunterricht mit der Nadine, weil Englisch ist so eine Weltsprache. Mir gefällt es, dass die Nadine, die liest uns immer so Zettel vor und das müssen wir halt dann immer richtig ordnen. Wir machen jetzt so eine kleine Wörtersammlung und ihr sagt mir einfach alle Wörter, die was ihr zum Thema Furniture und Rooms wisst. A table? Good. Table, right? A sofa. The bed. The bed, right? A chair. A chair.
Lamp, Cupboard. Über die Vorzüge von Nadine waren sich die Volksschüler einig. Von den Eigenschaften her, dass sie voll nett ist und dass sie ihren Unterricht auch voll cool macht. Die Nadine ist eine sehr nette und ich hoffe, sie wird bei uns anfangen als Schullehrerin. Die angehende Pädagogin erlangte in ihrer Zeit wichtige Erkenntnisse. Dass man auch manchmal ein bisschen schimpfen muss, wenn sie sich nicht so gut aufführen, aber dass es die meiste Zeit eigentlich wirklich nett ist und mir das gefällt. Das ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Die Kleinsten an unserer Schule arbeiten mit Leib und Seele mit. Die Mittelschulkinder oder Schülerinnen und Schüler, die üben sie jetzt im Sprechen vor einer ganzen Gruppe und beim Vermitteln vom Unterrichtsstoff. Und die Lehrpersonen sind einfach nur stolz, dass sie beim Formen der Menschen mitarbeiten dürfen. Ich rede eigentlich meistens Englisch mit den Kindern, wenn sie mal was nicht verstehen, natürlich auch Deutsch. Und ich helfe ihnen, bringe ihnen einen neuen Wortschatz bei, was sie dann wirklich im Leben brauchen und achte auch, dass sie es richtig aussprechen. Schule ist für uns an der Volksschule Unterlangkampf nicht nur eine Vermittlung des Lehrstoffes, sondern auch der Herzensbildung. Schule ist für mich der Kontakt mit den Kindern und die Vorbereitung auf das Leben. Schule ist für mich ein Ort des Lernens und wo man sich wohlfühlen kann und nicht gezwungen wird, dahin zu gehen, sondern einfach, ja, sie wohlfühlt und gerne hingeht. So, das war es jetzt mit dem Unterricht an der Volksschule und für mich geht es jetzt wieder an die Mittelschule, weil da habe ich selber noch Stunden. Ich hoffe, euch hat ein kleiner Einblick in den Unterricht von mir gefallen und ich hoffe, wir sehen uns einmal wieder. Nächste Woche auf Kufstein TV. Auftakt für die berufspraktischen Tage. Am 2. Februar startet das Stadttheater Kufstein mit einer Welturaufführung in das neue Bühnenjahr. Danach folgt ein nostalgisches Wiedersehen mit zwei alten Bekannten. Um wen es sich dabei handelt und welche Theatertermine ihr euch schon im Kalender vormerken solltet, erfahrt ihr im Anschluss an die Werbung. Wow, woher hast du den tollen Fernseher? Ja, vom Elektrocenter Kufstein. Kennst du das gar nicht? Komm schnell mit, ich zeig dir das gleich. Das Stadttheater Kufstein, bekannt für seine hohe Vielfalt, begeisterte im letzten Jahr bei 43 Vorstellungen zu 7 verschiedenen Stücken ganze 4.500 Zuseher. Nun stellten die Verantwortlichen das Programm für 2024 vor. Wir beginnen ja jetzt bereits am 2. Februar mit Ein spanisches Dorf, eine Uraufführung von Mili Poblete. Ich habe gesehen, beobachtet in den letzten Jahren, dass die Tiroler sehr auf Bauernstücke stehen. Ein ebenfalls bekanntes Stück von Mili war El Dante vor circa 3 Jahren. Ein spanisches Dorf spielt im Jahre 1938 während dem Bürgerkrieg und wird auf der Bühne von 12 Schauspielern dargeboten. Ich liebe Filme aus alte Zeiten. Ich liebe die Klamotten, ich liebe alles, was sich früher in dieser Zeit abgespielt hat. Und das kommt natürlich aus meinem Ursprung. Also ich bin ursprünglich aus Chile, also ich habe ganz andere Bücher gelesen als die Leute hier. Ich habe ganz andere Filme im Kopf und deshalb möchte ich vielleicht auch diese andere Art von Sehen nach Kufstein zu bringen. Am 6. April empfängt das Stadttheater die Komödie Fürth für ein heiteres Gastspiel. Am 6. April kommen die Kerle auf Kur, der Martin Rasser und der Ottinger kommen, also zwei Kurgäste, die sich im Park treffen, ein Kassenpatient und ein Privatpatient. Also da sind einmal Themen gerade genug da und das wird sicher ganz lustig, es gibt noch Karten. Und am 20. April folgt dann unsere zweite Premiere. Eine Produktion für die ganze Familie, ich bin ganz stolz darauf, dass wir das machen. Und zwar der Meister Eder und sein Pumuckl.
Es wird auf jeden Fall lustig. Also es ist auf jeden Fall Training für die Bauchmuskeln. Wir haben eine ganz tolle Besetzung. Wir haben wirklich ganz viele alte Hasen von unserem Verein, die was aber wie Faust aufs Auge in die Rolle reinpassen. Wir haben einen Reinhard Exenberger als Meister Eder und finde, das ist die Traumbesetzung. Auch unser Pumuckl ist eine absolute Traumbesetzung. Mit ihrem süßen Gesicht macht sie das hervorragend. Aber auch die anderen Rollen, finde ich, sind hervorragend besetzt und lassen viel Zeit zum Träumen und Lachen übrig. Wieder aufgeführt wird das Stück Jedermann, welches erneut im Festungshof dargeboten wird. Wenn man den Jedermann schon mal gesehen hat, dann hat man doch einiges Unerwartetes, das dieses Jahr auf einem zukommt. Wir haben neue Lieder, wir haben viele neue Darsteller in den Nebenrollen. Wir haben gleich zwei Frauen Jedermann, von denen jede die ganze Rolle spielt. Und es sollte eine Überraschung, welche der beiden am jeweiligen Abend spielen wird, was auch sehr spannend ist. Also sowohl Barbara Dorfer wie Carolina Astl werden wieder, wie sie schon einmal es getan haben, die Frau Jedermann verkörpern. Im Herbst, eben am 6. Oktober, folgt dann die nächste Premiere, und zwar ein Klassiker der Weltliteratur, möchte ich sagen, und zwar Cyrano de Bergerac. Modern wird die aufgeführte Fassung, weil auch Rap-Battles und Hip-Hop auf die Bühne gebracht werden, während die Geschichte im Kern erhalten bleibt. Regie führt hier wieder Adam Hever, der letztes Jahr mit Archman eine hervorragende Produktion auf die Bühne gestellt hat. Weiter geht es mit einer Komödie. Und zwar Ruhe, wir drehen. Ein Stück von zwei französischen Autoren, übersetzt von Dieter Hallervorden. Es geht um eine Filmcrew, die ein Theater angemietet hat, um dort eine Szene zu drehen, wo dann die Hauptdarstellerin umgebracht werden soll. Nachdem das ein Theater ist, braucht es auch ein Publikum. Das heißt, das Publikum sind als Statisten in dieses Stück eingebunden. 9. November, meine Herrschaften, 9. November kommen wieder die Divas. Also ich weiß nicht, wer die Betty Pearl kennt, das ist also eine ganz umtriebige, bunte Person in Kufstein, und die lädt wieder Drag Queens und Friends ein ins Kulturquartier. Was sind die Friends? Die Friends sind drei Leute vom Stadttheater Kufstein, die Millie Poblete, die Marina Weinert und auch die Barbara Dorfer sind dabei, meine Wenigkeit natürlich auch dabei, alias Betty Pearl. Und wir haben wieder einige Drag Queens dabei aus München, aus Salzburg und so weiter und Innsbruck sogar. Also wir schauen, dass quasi auch in der Theaterwelt alles schön bunt bleibt. Kufstein ist bunt und bleibt bunt. Das wird ein ganz toller Abend und wir freuen uns schon sehr. Ein zusätzliches Highlight wurde bereits für das Jahr 2025 geteasert. Denn es ist das legendärste der Weltliteratur. Wir spielen Hamlet. Und so wird im Kulturquartier 2025 die Frage sein oder nicht sein. Zum ersten Mal in Kufstein im ganzen Stück Hamlet mit sehr junger Besetzung erschallen. Wir freuen uns auf das heurige Theaterjahr und werden stets dabei sein, wenn sich der Vorhang öffnet. Liebe Zuseher, das war's wieder mit Kufstein TV für diese Woche. Falls ihr in letzter Zeit mal eine Ausgabe oder einen bestimmten Beitrag verpasst habt, stöbert doch ein bisschen in unserer Mediathek auf www.kufstein.tv. Ich freue mich schon, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute und Servus, euer Georg Anker.